So Leute, mein Name ist Sagiro und willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir den Stolzrobo besiegt, alias Roche, und haben gewonnen. Jetzt geht's erstmal hier in die Edenhalle rein, ins Herz der Edenhalle natürlich. Und schauen wir mal, was da so passiert. Nee, ist klar. Spielverlauf speichern. Mit Turm, Zeremoniehalle, Wiege des Orphanus. Okay. Wirre Begriffe. Boah. Sieht schon mal geil aus. Muss ich unbedingt nochmal umdrehen. Wirklich. They made it this far. We'll see him soon enough. Na, das sind so. Oder besser gesagt, sie waren's. Not them too. They're all Seath. Die Wiege des Orphanus, der verborgene Thron. Ja, willkommen Leute. Sieht ja schon mal richtig hammergeil aus. This is it. A lot of dreams died to get us here. And we can't let it be for nothing. You said it. It's not just our future we're fighting for. We'll do it for everyone. Thousey rule ends here. Dysley! We're coming for you. Genau, wir sind gekommen. So, kämpfen werden wir gegen die Viecher nicht, weil der Kampf einfach zu lange dauern würde. Ja, wir wollen ein bisschen schneller gehen. Looks like a gate to Grand Pulse. A last gift from Bartandalus. If we're gonna run away, now's our chance. So, guys. Which way are we going? Ja, wir können diese Tore benutzen. Das eine führt halt nach Grand Pulse in dem Camp, bevor wir nach Alexandra. Da geht's. Ah, Alexandra ist ja schon. Final Fantasy. Hm.
Was mich gerade mehr fuchst, ist, dass sich die Farbe gerade geändert hat. Okay, Leute, hier müssen wir doch einen kurzen Cut machen. Die Farbe hat sich geändert. Das ist beschissen. Gut, Leute, ich sag bis gleich. So, Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, jetzt ist natürlich endlich mal die Farbe wieder richtig. Ich weiß nicht, was los ist. Es ärgert mich gerade mehr, als ihr denkt. Dass die Farbe einfach so verschwindet. Und dann dieses scheiß triste Farbe, die ist einfach nur Kacke. Ja. Ein bisschen durcheinander ist es ja. Habt ihr auf jeden Fall recht. Finde ich auch sehr merkwürdig gehalten. Ich muss gerade mal überlegen. Gehen wir sonst mal vielleicht auf die andere Seite. Ja, ist ein bisschen durcheinander hier alles. Aber ich finde den Ort, die Wiege des Orphanus, nicht schlecht. Das muss man definitiv schon mal sagen. Sieht hammergeil aus. Ob wir hier oder da hin mussten. Ich war hier lange nicht mehr. Also ich muss sagen, ich war hier das letzte Mal vor... noch nicht mal ein Jahr mehr. Nee, so lang ist es nicht her. Ich habe das letzte Mal gespielt, als Lightning Returns rausgekommen ist. Da habe ich das letzte Mal Final Fantasy 13 gespielt. Ja, also ihr seht, Leute, gar nicht so lange her. Warte, da. Das blöde Viech beschützt es. Ja, müssen wir leider zuerst besiegen. Den Penner. Und ihr hört Musik. Ja. Ist kein Boss. Ist kein Boss, Leute. Nee. Ist kein Boss, aber ein gefährlicher Gegner dennoch. So, Dragonische Liga müssen nämlich schnell wandeln bis... Hey, ist echt hart, der Typ. Muss man sagen. Der ist nicht ohne. Aber ich habe, wie gesagt, Vertrauen in Hope, dass er uns fertig heilt. So, dann noch Blitzschlag. Kommt sofort eine Plasma-Detonation. Finde ich persönlich komplett kacke. Aber jetzt ist er im Schockzustand. Ja, die Gegner hier sind nicht ohne, Leute. Das muss ich hier wirklich nochmal sagen. Die Gegner sind hardcore-mäßig stark. Deswegen, der Kollege hat es richtig drauf. Wie gesagt, er hätte uns schon beinahe getötet. Trotz, dass wir relativ stark sind. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Schon dauert ein Kampf doch länger als erwartet.
So, und das für einen Analysator. Ja. Wieder so was Unnützes, was wir gar nicht hätten machen müssen. Für sowas. Okay, der Gegner sieht auch nicht so dolle aus. Nee, der Kollege ist noch, ist auch nicht gerade ohne. Wechseln wir jetzt aber zur Dragonischen Liga. Weil wir es persönlich schaffen würden. Die Gruppe am Leben zu erhalten. Wir liegen perfekt. Das Dauerfeuer hat er keine Chance. Ja komm, er hat schon so viele Negativzustände, beenden wir das Trauerspiel einfach mal. Ja, hier tauchen Maschinen auf. Ist gar nicht mal so schlecht vom Setting her. Ist geil. Der Kollege ist weniger geil, muss ich sagen, ja. Ist nicht so cool. Ja, der hat's drauf, deswegen. Aber Leute, wir sind ja auch relativ weit und nicht gerade schwach. Dann läuft das hier schon ein bisschen. So, endlich im Schockzustand. Ah, er will nicht nach oben. Er will nicht nach oben, der Penner. Er will unbedingt seine Angriffe durchziehen. Tja, hat ihn jetzt aber nichts mehr gebracht. Er ist oben und down. Na, jetzt müssen wir leider immer mit Strategie arbeiten. Also die Kämpfe dauern länger. So. Aber dafür bekommen wir hier gar nicht mal so schlechte Sachen. Lohnt sich schon mal. So, deswegen habe ich jetzt die Seite rausgewählt, oder Gegner kennenlernen und halt, ja, sehen, wie die Scheiße hier so läuft. Ja, die Scheiße kann noch schlimmer werden. Ja, er hat es direkt auf uns abgesehen. Das ist schon hart gewesen, ey. Ist schon hart. Besonders wenn der Schockzustand nicht kommen will. Ich glaub's nicht. Ich könnte mich kaputt lachen. Und er kommt sofort mit Plasma-Detonation. Aber auch sofort, ne? Ja, keine Zeit verschwenden. Aber Leute, ihr seht gerade richtig, die Angriffe ziehen gar nicht mehr so, ziehen ziemlich wenig von uns. Er besitzt auch nicht allzu viel KP, aber es reicht dennoch, uns ziemlich zu nerven. So. Ja, ungewollt leider zweimal gegen ihn zu kämpfen. Na, blöd. Und das Schlimme ist wirklich daran, die geben so unmenschlich wenig. Ja, die geben echt verdammt wenig. Oh nein. Mensch. Ich will doch gegen die gar nicht kämpfen. Nee, die wären komplette Zeitverschwendung. Wobei es die einfachsten Gegner wären. Aber dennoch, zur Zeitverschwendung wäre das. Und die Zeit haben wir gar nicht.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir dahin. Auch wenn wir, glaube ich... Tatsache.